Ja, herzlich willkommen zum Unboxing von einem richtig tollen Spiel, und zwar Glenmore 2 Chronicles, die Neuauflage von Glenmore. Ja, erschienen im Funtails Verlag, und ihr seht schon, hat auch schon einige Auszeichnungen eingeheimst von Matthias Kramer natürlich. Und ich kann euch nur eins sagen, die Neuauflage ist richtig geil geworden. Ich hatte die Ehre 2019 auf der Messe in Essen bei so einem Community-Spiele-Event sozusagen mitzuspielen und zu testen, und ich war echt sehr beeindruckt von diesem Spiel. Und hier seht ihr jetzt ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank an den Nils und an Funtails für dieses tolle Exemplar. Hat mich riesig gefreut. Und dazu seht ihr auch noch die Metal Coins. Sehr, sehr geil. Da schauen wir natürlich auch rein. Und ihr werdet natürlich definitiv von mir dann auf meinem Kanal einiges davon sehen, wenn ich es gespielt habe und auch die verschiedenen Chronicles getestet habe. Ja, noch schnell aktuelle Info. 19 Stunden oder 18 Stunden läuft noch der Kickstarter zur Erweiterung Highlands für Glenmore 2. Da bekommt ihr auch einen Solo-Modus und noch mehr Chroniken dazu. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Natürlich bin ich da auch dabei. Schaut euch das Ganze mal an, die Erweiterung. Und natürlich könnt ihr auch das Grundspiel mitbestellen. Ja, schauen wir da mal kurz rein. Also die Box selber hat schon eine richtig tolle Qualität. Dann hier haben wir die Anleitung in Englisch und in Deutsch. Schauen wir uns kurz die Deutsche ein bisschen an. Das hat einen sehr schönen Aktionsmechanismus. Ihr könnt frei wählen, wie weit ihr an der Leiste vorangeht, und dementsprechend setzt sich dann auch die Spielreihenfolge und Aktionsreihenfolge fest. Also ihr könnt weit vorangehen, ein Aktionsplättchen machen, auf das ihr voll scharf seid, müsst aber dann ein bisschen länger warten, bis ihr wieder dran seid. Also das ist schon hier ein sehr schöner Mechanismus. Ich finde auch den Markt hier extrem gelungen. Also es ist wirklich schön eigen, das Game. Ja, die Anleitung, die ist auch, natürlich haben wir verschiedene Module dazu, die Chroniken, und das seht ihr auch, ja, darum ist die Anleitung auch so dick, die sind hier einzeln schön erklärt. Top. Also da gibt es einiges zu spielen, einiges zu spielen. So, dann haben wir hier Sticker-Sheets, auch einiges zu bekleben hier drin. Dann hier natürlich das Board, in dem ihr reisen könnt und diverse Boni abgreifen könnt. Doppelseitig natürlich. Sehr schön. Dann hier natürlich der Hauptspielplan sozusagen mit dem Aktionsmechanismus. Ja, den Markt in der Mitte. Und dann haben wir hier Punchboards, und die Qualität ist sehr, sehr gut. Ja, also wir haben hier wirklich richtig dicke Materialqualität. Das ist echt Wahnsinn geworden, die Neuauflage. Da hat man sich echt Mühe gegeben, hier eine tolle Qualität abzuliefern. Und wie gesagt, ich habe es auch schon gespielt und kann nur in höchsten Tönen davon loben. Ich habe auch die alte Version damals einmal gespielt. Die habe ich auch nicht schlecht gefunden. Aber hier mit den überarbeiteten Regeln und mit den verschiedenen Chroniken ist das natürlich auch schon was Neues. Also richtig dick hier, ja. So sieht das aus. Also wow. Sehr, sehr geil gemacht. Auch mit Leinenfinish. Also wirklich absolute Top-Qualität, die ihr hier bekommt. Also richtig dicke Materialstärke, das dürften ein paar Millimeter sein, so wie ihr es von den Eagle Griffin Games zum Beispiel gewohnt seid, ja, von den Lacerda Spielen. Da haben wir auch dicke, aber auch hier mit Leinenfinish, wow, wow, echt geil. Natürlich grafisch auch sehr schön dargestellt.
Ja, sehr geil. Ich freue mich schon riesig, das Spiel wieder zu spielen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Also man sieht auch grafisch das Ganze richtig top. Ja, Fantails, ein frischer Verlag, der jetzt auch Feed the Kraken natürlich in der Mache hat. Habe ich auch schon ein schönes Let's Play auf der BerlinCon gemacht. Da könnt ihr euch auch freuen. Ein schönes Deduktionsspiel mit Feed the Kraken. So, dann haben wir hier ein Inlay. Ein Würfelchen. Dann seht ihr hier die verschiedenen Boxen, in denen ihr eure Chroniken verstauen könnt. Die lassen wir mal geschlossen. Viele Ziplock-Beutel. Dann haben wir hier. Aha, okay, es kommt natürlich auf die Chroniken drauf an, die man spielt. Das ist ein grünes Gebirge oder so. Sehr cool. Und die Ressourcen. Das sieht er hier. Fässer, Stein. Also man hat sich hier echt Mühe gegeben. Und das Ganze auch optisch toll zu gestalten. Die Meeples. Ja, gibt es wieder einiges zum Zählen. Ja, Schafe dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also viele Ressourcen hier drin haben natürlich auch eine tolle Stärke, ja. Also qualitativ absolut erste Sahne diese Box. So, dann sehen wir uns noch kurz die Karten an und die Metallmünzen. Dann haben wir dieses Unboxing auch schon durch. Also ein bisschen das Artwork genießen hier. Ja, sehr cool. Und auch die Karten haben Leinenfinish, ganz klar. Ja, also wirklich cool, was man hier abgeliefert hat. Realistische Bilder. Also natürlich seht ihr da den vollen Content jetzt. Also durch die Chroniken kommt da natürlich noch, ist ja nicht immer alles dabei im Spiel. Die kenne ich aber noch nicht. Nur vom Hören sagen, aber jetzt kann ich es dann ja auch bald mal spielen. Super. Freue mich richtig drauf. Aber so richtig. Und ihr seht ja auch, ist genug Platz. Ich schätze, dass es gesleeved, wenn jetzt die Dünnsleeved auch hier reinpassen. Aber da bin ich gespannt, wie wir das da sortieren werden. Sehr cool. So, dann sehen wir uns noch die Metallmünzen an. Also 40 Metal Coins für Glenmore. Ich bin auch so ein Metallmünzen-Fan, ganz ehrlich. Wenn ich die Chance habe, nehme ich die auch immer dazu. Obwohl ich natürlich so allgemeine Münzen habe, die ich zum Spielen immer verwende. Aber hier ein schöner Stoffbeutel. Und jetzt bin ich gespannt, wie sehen die Metallmünzen aus. Ja, sehr schön. Hier habt ihr schöne Einermünzen. Qualitativ sind die auch erste Sahne. Also, was man hier so sehen kann, fühlen sich toll an und wirklich ein sehr schöner Druck, den man hier sieht. Cool. Da macht das Spiel natürlich noch mehr Spaß mit den Metallmünzen. Super, super toll. Ja, das war's, das Unboxing zu Glenmore 2. Und wie gesagt, ein paar Stunden läuft es noch. Seht euch den Kickstarter mal an. Wenn ihr jetzt Bock drauf habt, könnt ihr da noch zuschlagen. Aktuell ist es so, dass das Spiel dann wahrscheinlich auch wieder ziemlich schnell vergriffen sein wird. Das ist ja wirklich ein tolles Spiel. Riesige Box, ja, braucht ihr schon einiges an Platz, aber dafür sehr viel Content in diesem Spiel vorhanden. Ja, das war's zum Unboxing von Glenmore 2 Chronicles. Ich habe es schon gespielt und sage euch ein richtig geniales, cooles
Eurogame. Okay, bis zu meinem nächsten Video dann. Oder bis zum nächsten Unboxing oder bis zum Let's Play oder Erklärung von Claremont 2, wer weiß. Ich habe noch ein paar Projekte vor mir, aber wir sehen uns natürlich auf meinem Kanal wieder oder beim nächsten Livestream. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.